Hallo Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ihr wundert euch vielleicht, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, warum ich euch hier in diesem Bildschirm begrüße. Wir haben ein paar Extras freigeschaltet und ich habe gesagt, damit ihr wisst, was alles ist und ihr das alles lesen könnt, steige ich genau hier wieder ein, bevor wir uns jetzt gleich gemeinsam den Talentbaum angucken. Aber vorher gucken wir mal, was es Neues an Waffen gibt, die wir hier kaufen können. Achso, Teamauswahl. Ich darf nur zu dritt im Team sein, oder? Info, Fertigkeiten. Kraftpunkt 130. Ja, nehme ich den schon mal nicht mit, weil ich mag ihn nicht und er ist schwach. Gibt es hier eigentlich Level? Das können wir ganz leicht prüfen. Wir nehmen mal kurz eine andere Filmversion, wo ich oben rechts weg bin. Und nein, es gibt keine Level. Luigi ist einfach schlecht. Gut. Dann gehen wir mal wieder zur Waffenauswahl. Oh, es gibt hier was Neues. Oh. Kostet 550. Erzeugt einen eine pulsierende Folge mächtiger. Kann ich nicht lesen. Mächtiger Projektile mit diesem pneumatischen Annihilator. Gut, was gibt's hier Neues? Oh, nichts für Sie. Oh, was ist das? 25 bis 35. Feuerchance 50%. Hier nur 30. Befriedige deinen Heißhunger auf süße Feuerkraft mit diesem bombigen Bonbon. Nur in Maßen genießen. Wir haben nicht genügend Kohle für alles. Das macht 30 bis 40. Was macht meins? Okay, Sprungchance. Was? Sprungchance? Sprungschaden. Und was macht das? Das beste Mittel, um deinen Gegner... Ihr könnt mich mal zu sagen. Wir kaufen Luigi-Hasen erstmal dieses Ding. Oder nee, was gibt's hier noch für Luigi? Du willst siegen, aber bitte... Umweltschonend, dann hol dir diesen emissionsfreien Präzisionsbooster. Auch als Sportausführung. Ja, die Frage ist jetzt, Freunde, ist Luigi mit im Team oder nicht? Deckungsschaden gering. Wir kaufen das, weil wir werden auf jeden Fall diesen kleinen Pisser behalten. Ja, ausrüsten, ja. Gut. Oh, was ist das? Fertigkeiten genau da. So, was ist das? Bewegung, Angriff, Techniken, andere. Also, dass ein Angriff auf den Kopf eines Gegners infolge eines Teamsprungs anschließend landet auf freien Feldern. Ultrasereischaden. Von einem Superperfekt befallene Helden werden wiederhergestellt, wenn Mario mit einem Teamsprung einen Teamsprung ausführt. Erhöht Marios Bewegungsradius, nachdem er einen Stampfsprung ausgeführt hat. Erhöht den... Okay, bla. Was ist das? Ein Nahkampfangriff, der mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Inaktiv, aktiv. Hochsitzbonus. Gibt Mario mehr Münzen bei einem erfolgreichen goldenen Treffer. Steigert Marios Waffenschaden sowie den durch den Helden im Wirkungsradius zugefügten Schaden. Oh, das kostet 30. Leider ein bisschen mehr, als wir besitzen. Okay, was kann der nächste? Slide-Schaden. Verfolgt einen Gegner ohne Unterlass und explodiert, wenn er in seine Nähe kommt. Kann zerstört werden. Gibt Helden im Wirkungsradius Kraftpunkte zurück. Das sieht sehr praktisch aus. Was macht er hier? Ermöglicht Rabbit Luigi, einen Gegner durch Raserei Kraftpunkte abzuziehen. Flächenangriff der Gegner, bla bla. Schwächt gegnerische Waffen in der Nähe von Rabbit Luigi. Das klingt interessant. Was kann Luigi? Der Bewegungsradius erhöht sich für alle Helden innerhalb des Wirkungsradius. Ich glaube, ich nehme hier einen Nahkampf. Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Blenden wir mich mal wieder ein. Fortsetzen. Ach, jeder hat 10 Punkte bekommen. Dann hebe ich Peach auf, weil da halte ich das hier für sehr wertvoll. Und bei ihm
hat das hier ausgegeben. Und bei Luigi, den wir noch nicht benutzen, nehmen wir das hier. Kann ja auch sein, dass der im Team ist und dass wir ab jetzt 4 sind. Ich habe noch gar keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Peach heben wir auf jeden Fall auf, weil... plus 5. Ah, da muss man mehrere rein ein bisschen. Weil ich das ziemlich interessant finde. So, Teamauswahl hatten wir schon. Ja, sieht nur so aus, als könnten wir zu dritt sein. So, es gab hier wohl ein neues Gebäude, was die gebaut haben. Das war es nicht. Tü-lü-lü-lü. Das da sieht interessant aus. Ach nee, das ist hier so ein Amiibo-Scheiß. Wobei, ich habe hier einen stehen, da gehen wir mal rein. Der wird mir zwar nichts bringen, weil es mein einziger Amiibo ist, aber... mal sehen, was der kann. Achso, dahin halten. Neuen Amiibo-Inhalte freischalten. Amiibo scannen. Dieser Amiibo kann nicht gelesen werden. Alles klar, weg mit dir. So. Dann gab es doch hier noch so ein neues Gebäude. Sollten wir uns alles angucken. Oh, wo geht's hier hin? Armer Kerl. Ich schlafe nicht, aber wenn, dann würde ich von intelligenten Maschinen träumen, die die Welt erobern. Mhm. Alles klar. Hier sind wir auf jeden Fall zu früh. Oh, da hinten ist eine Kiste. Aus, als müssten wir... Ach, da war eine Röhre, die habe ich gar nicht gesehen beim Rausgehen. Guckt mal, wie blind man durch die Umgebung laufen kann, ne? Kein Scheiß! Oh, Münzen. Die begrüßen wir immer herzlich. Toadette. Toll. Das klingt immer wie Closette. Oh. Ich dachte, man könnte da die Münzen sehen, deswegen habe ich mich nochmal ausgeblendet, aber gut. Weiter geht's. Tü-lü-lü. Eigentlich möchte ich nur dahin, wo es weitergeht. Weil das haben wir angeguckt. Wir haben auch in den Fähigkeitsbaum reingeguckt. Okay, das hier ist um... Ist ja behindert, dass man da nicht langlaufen kann. Das sieht auch aus, als würden wir hier noch nicht weiterkommen. Ja, das sieht auf jeden Fall alles ziemlich crank aus, wo wir da noch hin können. Gut, wenn die Tore da links zu bleiben, habe ich eine Idee. Wir machen uns wieder auf zur Kanone, um da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Immerhin haben wir jetzt schon 8 Minuten nicht verplempert, aber mal kurz da reingeschaut. Ich bin gespannt, wie sich die Skill Trees und die Effekte davon auswirken auf das Spiel demnächst. Das wird bestimmt als letztes freigeschaltet. Jetzt gehen wir hier runter, gehen in die Holzkanone und ab die Post. Uralte Gärten. Hiha! Du hast eine Münze vergessen. Ja, ich habe immer noch nicht verstanden, dass ich mit der Scheibe mich bewegen muss und nicht mit Mario. So, mal gucken, wo es uns hinbringt. Also welches Level nach dem Mini-Boss kam. Der es schon ein bisschen in sich hat. Das war schon ein kleiner Drecksack. Was ich im Übrigen auch gut fände, wäre, wenn wir vorherige Waffen verkaufen könnten. Über die Wiesen. Juhu, ein Soundtrack gefunden. Das freut mich wirklich ungemein, zumal ich noch gar nicht verstanden habe, was ich damit anfangen kann. Ach ja, genau, bis hier waren wir schon mal gelaufen. Mach nur unfug die Hasen, du! Hier ist nichts hinter versteckt. Ah, da ist aber was hinter versteckt, was mir noch nichts bringt. Das auch noch nicht.
Boah, die wollen einen diesmal richtig ärgern, habe ich das Gefühl. Kann er noch nicht, dieser dumme Disk-Typ. Und nach 6 will ich aber noch nicht gehen. Muss irgendwo dieses rote Ding sein. Ah, besser. Peng. So, jetzt müssen wir wieder blaue Münzen im Zeitfenster einsammeln. Bleib doch nicht da stehen, Junge! Du. Geld bitte! Oh. Einige Stacheln werden ziemlich sauer sein, wenn all das vorbei ist. Ansporn, hm? Neue Waffe für Louis GG. Wow! So, hat mir das was gebracht für die anderen Dinger? Nein, aber es hat grün herabgelassen. Vielleicht war ja grün schon mal hier hinten. Ich habe mir das nicht gemerkt, tut mir leid, Freunde. Ich bin da nicht farbenblind, aber... Ja. Gut, wir brauchen auf jeden Fall gelb, um da hinzukommen. Das ist eine rote Kanone, was auch immer die bringt. Ah. Erstmal 100 Geld. Grün hat es hochgelassen, das war da. Rot ist hinter Rot? Ach, wahrscheinlich kommen wir da mit der Kanone da drüben hin, die hinter Gelb war. Uff, ihr passt. What did I say? Damit kommen wir nach links, nehme ich an. Wo nichts ist. Wow. Das ist ja wirklich toll, dass die einen so hier hinschicken. Bin beeindruckt. Dieses Rohr ist wirklich total gebracht. Da drüben gibt es das. Ich sehe die Zeit nicht. Keine Münze. Sechs. Alles klar. Wo sind die anderen Münzen? Eins. Da hinten ist keine. Zwei. Doch nicht, scheiße, sah nur so aus. Da ist 4, 5, 6 bei Rot. Wir nehmen mal die Kanone, vielleicht ist eine in der Luft. Hier 5. Hier war 6. Okay, das ist ja dumm. Gibt es da drüben noch eins? Da ist keine. Eine. Zwei. Drei. Sechs. Sieben. Wo ist die letzte? Wo ist denn 8? Oh, wahrscheinlich auf diesen Ding da. Gucken wir mal darüber, wenn wir das aktivieren. Ja, das hat man eben nicht gesehen. Wie gemein. Gut, dann haben wir jetzt aber alle.
Also ist der Weg darüber doch nicht ganz unsinnig. Immerhin. Hallo, hallo, hallo. Sehr gut. Bowserklopfer. Hab ich leider zu schnell weggedrückt, für wen auch immer das eine Waffe sein mag. Okay, da hinten sieht es jetzt nicht aus, als würde ich weiterkommen. Gehen wir mal nach Level 6. Die Dinger kann ich immer noch nicht benutzen, weil dieses Gerät so dumm ist. Und dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch die Runde, die uns hier erwartet gleich. Ah. Alright. Alright. Besiege alle Gegner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kämpfen gleich. Ich bin es leid, hier erst zu planen. Ach, ich habe jetzt die Wahl, ob ich so einen Nahkampfangriff mache oder nicht, ne? Wir riskieren das mal. Weg mit dir! Gegner, die in der Nähe sind, haben schwächere Waffen. Nutzen wir das! Das war besser als Schwächen. Autsch. Autsch! Oh, Luigi. Oh, da war noch einer mehr. Oh, Luigi, du arme Sau. Helden! Schade, ich dachte, ich könnte zwei umsliden. Nein! Du solltest den anderen angreifen. Na, immerhin. Das ist natürlich doof. Genau da kann ich nicht hin, ne? Was für ein Scheiß. Gotcha. Ach, hätte ich das gewusst, ne? Bang. Und dann Mario. Komm, wir probieren das mal aus. Voll aufs Horn gekloppt. Scheiße, geil. Schade, ich hab Luigis Spezialeffekt hier. Au. Mieser Sack. Ist der für den Rest des Spiels geschwächt? Oh, der ist auch geschwächt, wie schön. Oh, das ist nicht so gut. Hoffentlich trifft der andere nicht auch. Nein, Luigi! Fuck, ich hab dich geopfert. Naja, egal. Bam! Oh! Wie schön. Genau, den knocken wir um. Und jetzt tötet den gar nicht. Doch lieber den, weil der ist stärker. Das war dahin, genau. Zip. 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 Und den chase dich ab, du! Der hat überlebt.
annocken, tot, zack. Dann den anderen Assi abschießen da hinten. Nein! Den anderen! Ich wollte doch nur die Waffe auswählen! Dummkopf! Ach, Mann, das ist echt ein bisschen blöd gemacht hier. Ja, verzieh dich nur, du Bastard. Das ist echt voll dumm gemacht hier. Ja, es ist irgendwo meine eigene Dummheit gewesen, ne? Achso. Diesmal tötest du diesen Pisser. Batz. Und schießen ab aufs Maul. Sehr gut, Mario. It's a me, Idiot. Und Angriff. Ach scheiße, dass wir Luigi geopfert haben. Ärgert mich ein bisschen. Weil es gibt ja hier immer eine tolle Belohnung. Wir schießen trotzdem für eine Münze in dem Stein. Jawohl. Und jetzt schießen wir dir wieder in die Eier! Wie Mario das so gerne macht. Immer so Hammer. Scheiße! Kann man so Level nochmal nachmachen? Leider nein, ne? Gut, bedeutet dann halt in Anführungszeichen keine Bonuskohle für uns. Bild zahlt uns aber hier. Nichts übersehen. Das heben wir uns jetzt für die nächste Runde auf, denn wir sind leider schon am Ende der Episode angekommen. Ein bisschen überzogen haben wir sogar schon. Hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Über einen Like freue ich mich, über einen Abo noch viel mehr. Ihr könnt mir mal schreiben, falls ihr hier noch tollere Ideen habt, wie man in solchen Runden taktisch vorgehen kann. Wenn ihr das besser macht, meine ich, lasst mir einfach ein paar Tipps unten da und wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich in der nächsten Episode, wo es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.